Er kauft sich Muskeln. Boah, da müssen wir mal rein, Alter. Was ist das denn für eine eklige Scheiße? Kann man sich denn Silikonmuskeln gönnen? Liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Heute mit dem lieben Aldin Aliagic. Hallo Freunde. Aldin und ich haben uns lange nicht mehr gesehen. Wir haben gerade ein wunderschönes, geiles Trainingsvideo für euch abgefilmt. Das werdet ihr Sonntag bekommen. Aber heute habe ich Aldin mal überredet, seine allererste Reaktion mit mir durchzuführen. Und zwar reagieren wir auf jemanden, der sich Muskeln implantiert hat. Also er hat über eine halbe Million Dollar in sich investiert. Genau. Nur an Implantaten. Implantate, und auch Gesichtschirurgie. Wir legen mal los. Schon die erste Warnung. Na toll, danke. With my implant designer and body modifications, it's much more about and making myself completely... Alter. Exceptionally different from anyone else. What? Rücken muss, guck mal. Ja, der hat sich das komplett latissimus. Krass. Und diesen Muskel, da siehst du das da? Mhm. Implant Designer, Body Modifications, it's much more about. Was ist das denn für ein Freak, Alter? Das sieht doch voll ekelhaft künstlich aus. Aber auch das Gesicht schon, guck mal, dieses Gesicht. Ja. Krass. Exceptionally different. Und hinten den Lack. Warum investiert jemand eine halbe Million Dollar? Wo er das, was ich hier sehe, auch locker in einem Jahr vernünftiges Training hinbekommen hätte. Easy. Also ich frage mich, also was geht da ab? Also was strebt man damit an? Das Testo wäre günstiger gewesen. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das ist doch jetzt nicht so... Ja, das ist doch nicht so krass an Muskulatur. Also das kann man doch wirklich easy sich antrainieren. Also gerade, wenn man schlank ist, ne? Weil Ästhetik ist es ja... Nicht mehr proportional zu irgendwas. Ein halbes, dreiviertel, so die Form, die er jetzt hat, halbes, dreiviertel Jahr, ein Jahr Maximum, vernünftige Ernährung, Training durchgezogen, ja. Hätte er das für einen Fünfer machen können. West Hollywood, Hi, LA. Hi, I'm Justin Jedlicka. I'm 36 years old. I live in Los Angeles, okay, California. 46 year olds, okay. 36 Jahre. Er sieht schon jünger aus, muss man dazu sagen, oder? Ja, aber er sieht auch aus wie eine Frau, oder? Also ich weiß nicht, wenn so eine Frau aussieht, Bruder, ist auf jeden Fall gruselig. Sagen wir auf jeden Fall, er sieht aus wie eine Puppe und nicht mehr wirklich wie ein Mensch. Wenn du so guckst, ist schon ziemlich feminin. Ja, ja, ja. Die Lippen können ja, ich glaube, die Lippen sein. Machen ihn auch feminin. Und Lippen und die Augenbrauen und die Augen. Okay, fast alles in seinem Gesicht. Die Lippen sehen und der Augenpartie sieht dir auch sehr ähnlich, finde ich. Danke. Aber das Kinn, Alter, das sieht doch nicht aus wie von einer Frau. Wenn ich das so... Also dafür, dass er eine halbe Million reingesteckt hat? 36. And I'm known in the media as the Human Ken Doll. The Human Ken Doll. The Human Ken. Also ganz ehrlich, das Einzige, was man, ich sag mal, gut finden kann oder was man für sich übernehmen kann, das sind die gemachten Zähne. Weil so die Zähne machen lassen, ist echt teuer, Alter. Da kriegst du ja komplett alle Zähne raus und dann werden die halt komplett so in dein Kiefer wieder eingesetzt. Einmal so, dass die perfekt alle sitzen. Das ist natürlich ganz nice, wenn man die Kohle hat, so sich die Zähne machen zu lassen. Aber alles andere, Alter, kannst echt in die Tonne treten. Ken doch? Was? Ist das so der... Barbie und Ken, ne? Das ist Ken dann. Aber ist Ken nicht blond? Blond, oder? Barbie und Ken sind blond. Echt? Hä, ist Ken blond? Ist Ken nicht brunett? Leute, Barbie ist blond, Ken ist brunett, oder? Latissimus-Implantate. Alter, guck mal, so ein riesen Implantat. Aber sein Trapez ist zu klein. Er hat sich einfach den Teres Major implantieren lassen. Also ich finde es grundsätzlich überhaupt nicht schlimm. Ne? Ist eigentlich eher interessant so. Aber ich verstehe die Ästhetik dahinter nicht, weil man sieht ja eindeutig, dass der mittlere Rücken viel zu groß ist. Jetzt mal aus sportlicher Sicht betrachtet, oder? One of my forehead veins cut, tied off and ablated. I had my first latissimus procedure about 2 years ago and I was the first person. Ja, er muss ja dann eine Seite erst, dann die andere Seite. Warte, ich bin kurz ab. Ich glaube, er sagt, er ist die erste Person. In the world to ever embark on an augmentation to their back. So I conceptualized the surgery, I designed the implants, everything healed well,
it just ended up being a little bit. Guck mal, wie das aussieht. Auch wirklich die Proportion im mittleren Rücken. Ja. Er hat die Implantate auch selber designt. Ja, das ist noch krasser. Ach wirklich? Ja, ja, hat er gerade gesagt. Ja, hat er gerade gesagt. This is an exact replica, a sample of the implant that'll go into my back just tomorrow. I probably have to put myself around 550 cosmetic procedures. Boah. 550 kosmetische Eingriffe. Boah, das ist krass, Alter. 550 kosmetische Eingriffe. Vor allen Dingen, das heißt auch, dass er 550 Mal verdammt nochmal in scheiß Narkose lag. Das ist doch jedes Mal auch ein Risiko, Alter. Ich meine hier, wie hieß die eine Porno-Darstellerin nochmal, Alter? Das war doch hier eine ganz süße Maus, ey, die auch im Big Brother Haus war. Die hat sich doch dann auch nochmal die Brüste vergrößern lassen und ist dann aus der Narkose nicht mehr aufgewacht. Wie hieß die nochmal, Alter? Ab und zu denke ich an sie und gucke mir noch ein Porno von ihr an. Ah, ich habe den Namen vergessen. Sexy Cora, dankeschön. Und gedenkt Sexy Cora und schleudert euch heute ein auf sie. Guck mal, vielleicht sagt er ja noch, warum er es macht. Das ist full on surgeries. I think this is gonna be surgery number 36. Gehen wir mal hier. Eyebrow lift, tricep surgery. Waden. Krass. Varius lipo? Ich glaube, es sind Fettabsaugungen. Brustimplantat, Rückenimplantat, Bizeps. Operationen? Mhm. 5 Nasen-OPs, Alter. For me, I look at this as being an art form. I really genuinely enjoy the design process. Aber okay, er sagt, er sieht sich als Kunstform und genießt die Prozedur dahinter. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das voll okay, ne? Ich finde es aber, ich finde es krass, dass man es auf sich nimmt. So, Aldin geht jetzt, muss leider nach Hause jetzt gehen. Kannst verstehen, warum er sich 550 Operationen unterzieht? Ja, du musst doch mal verstehen, warum er das macht. Er versucht, er sein perfektes Bild zu finden. Ja, genau, ja, das versuchen wir doch auch. Ja, aber wir geben dafür Schweiß und Blut. Ja, und er Schmerzen. Muss ja wehtun. Aber das ist wirklich krass. Und Geld. Ob er überhaupt jetzt auch noch selber Sport treiben kann, ob ihn die Implantate da irgendwie behindern oder so. Aber vielleicht kommt es ja noch. This surgery tomorrow is it's costing me 21.000 in total, including the implants. Yeah. 21.000 nur morgen? Der Latissimus mit den Implantaten. Womit verdient der Vogel sein Geld, dass er sich das so leisten kann? Verstehe ich nicht. 560. Das macht er beruflich, das heißt, ich das leisten kann. Oh, Alter, ey. Was ist das? Also, Ashley hat mich jetzt überrascht. Ashley hat uns beide gerade ein bisschen überrascht. Es sieht aber wirklich augenscheinlich aus wie eine Frau. Und ich dachte jetzt wirklich, also, ich habe ja kein Problem damit, aber dass die Stimme dann auf einmal so kommt. Akustisch. Aber es ist scheinbar eine Community, die sich gegen dieser westlichen Kultur orientieren. Also ich glaube wirklich, die wollen irgendwo ein Statement setzen, weil jetzt mal ganz realistisch, er kann machen... Guck mal, wie Kevin Wolter guckt. Er sieht ihn, er guckt auf seinen Mund, aber er versteht nicht, was er sagt. Kevin Wolter ist gerade so schockiert von dem Aldin. Alter, der ist echt sprachlos gerade. Da denkst du dich auch nur gerade, Alter, du Spasti, was sagst du da? Das sind alles Missgeburten, wovon redest du? Was er will, aber dieser Körper ist in einem Jahr zu erreichen. Ne? Also das ist scheinbar, glaube ich, wirklich einfach nur um Statement zu setzen. Schaut mal, hier, wir wollen nicht so... Also nicht, dass ich das sage, ne? Aber es sieht so aus, als möchte Kevin Wolter das mit seinem Blick sagen. Sein wie die anderen, glaube ich. Das ist einfach so, ey, ich bin total faul, hab mega viel Kohle im Arsch und hab keinen Bock, irgendwas zu machen und schieb mir das rein, weil trainieren geht ja auch immer wieder... Er versteht die Worte, aber sie machen keinen Sinn, genau. Weg, wenn ich nicht weiter trainiere, da habe ich gar keinen Bock drauf, deswegen knall ich mir Implantate rein, die halten 10 Jahre und dann hole ich mir halt neue rein. Für ihn ist es auch so, wenn ich eine OP habe, ne, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? So, da stehe ich morgens auf mit mieser, schlechter Laune und er so, yay! Das ist wie Training für uns. Mann, Brust! Und er so, ja, Mann, Rücken! Heute Rücken, jetzt mal ein halbes Kilogramm Rücken implantieren. Kevin Wolter macht doch mit vielen Leuten Videos, macht ihr doch mal eins. Digga, Kevin Wolter hat zuletzt mit Max Cameo ein Video gemacht und ich habe gesagt, ich frage keine Leute mehr an nach Videos. Werde ich nicht mehr machen. Ich werde keinen YouTuber fragen, ob er mit mir ein Video macht. Wenn die wollen, können die sich gerne bei mir melden. Für vieles bin ich offen, aber ich selber werde keinen mehr fragen. Zum wieviel 500. Mal? Ja, ist nicht schlimm, da sieht man auch nichts. Na
Wenn ich ins Gym laufe, laufe ich auch immer mit Kuss montiert und rein. Ich grüße die erstmal alle. Was geht ab, Leute? Straight ahead. Oh, I just had a light bulb on my ass 2 days ago. It's sore. Aber der genießt das schon. Was hat er gerade gesagt? Er hat seinen Arsch machen lassen vor ein paar Tagen? Ja, ja, der hat ein bisschen Schmerzen am Arsch. So, there's the implant. And as we talked about, this may come out in pieces because it's such a large implant. Okay, let's go up this way. And it's just going to be a piece of it, I think. Oh, yeah. Alter, das ist auch ein riesen Teil. Oh, that's a Terry's implant. That's a Terry's. Yeah. So that's our old implant. There it is. It's out. Out, out, out. Hinterher kommen die dann. Nee, ich hab da keinen Bock drauf. Weißt du, hinterher sagt man dann einmal was gegen die. Und dann heißt es, ach ja, du bist ja nur neidisch, weil der mit dir kein Video machen wollte. Ich sch*** die alle. Ich, also echt. Ich will lieber frei sagen können, was ich will, anstatt man mir wieder sagt, ich bin nur neidisch, weil der mit mir kein Video machen wollte. See what his back naturally looks like. It's pretty flat. I mean, there's not much going on there. There's not much. So this is our replacement Terry's implant. Die mussten alles verpixeln. Alter. Guck mal, das ist ein Menschenkörper, ne? Wenn die da rumpuppeln, ne? Das ist so voll Röhr, Mann. Ja, die muss ja auch vernünftig sitzen, Junge. Ja, die muss vernünftig sitzen. Was hat die OP-Größe? $26,000 jetzt, ne? Ja. Vor allen Dingen, er stopft das und schiebt das da rein, als wenn er so eine, als wenn er so ein Hühnchen stopfen würde, weißt du? Oder so eine Weihnachtsgans, Alter. 21.000. Boah, Mann, Alter. I like it. I like it. Yeah, so yeah. It looks a little lumpy, bumpy. Mm-hmm. Yeah, it's in the right spot. Okay, good. All right, so that one's in. Now you're gonna put in the big one. Ja, aber müssen wir nicht, die schieben es da rein und... Ich kenne mich mit diesen Plastik. Muss sie festgenäht werden oder was, oder? Ich glaube, die setzen das Gewebe frei und der Platz, der dort ist, ist dann für das Silikon, ne? I'm already sweating. Oh, drei Kameras. Okay. We operated on him about 2 years ago. We put implants in to make his latissimus muscles bigger. It had never been done before. Went well, but... Alter, wie er das da reinstopft, ne? Man sieht das einfach durch das Verpixelte durch. He felt they were a little bit bigger than they should have been. So we took them out today and put in totally redesigned implants and it went very well. It was a little bit challenging. Oh, Alter. It's so much scar tissue. Was für ein Latt auf einmal. All right, all set. So we're finished. Das müsste verboten sein, unmenschlich. Ja, also in Deutschland findest du für so eine Scheiße auch schwierig Ärzte, ne? Das machen die geldgeilen Docs in Amiland, ne? Die lassen sich da gern für bezahlen. So we got both implants, big implants in, we got a small... In Deutschland würden die sagen, Alter, verpiss dich mal, du bist psychisch gestört. Wir operieren dich nicht. Du bist zu durch dafür. Die würden dich zum Psychologen schicken. Ablated those vessels. Das ist ja auch krank, sind wir mal ehrlich. On his forehead. We're done. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie ihr es machen würdet oder ob ihr es nicht machen würdet. I chose to look a specific way and it may not be the way everybody else. Aber ich will ehrlich sagen. Things as beautiful, but I find it beautiful and that's really all that matters at the end of the day. Aber gut, er sieht jetzt auch, also dass so viel Geld drin steckt. Ist krass. Also das sehe ich jetzt auch nicht. Nee. Also ich glaube, ich weiß, also klar, die Dinger kosten alles extrem viel Geld, aber er sieht jetzt auch nicht so, dass ich auch sage, boah, der sieht voll eklig aus. Oder also ich würde ihn dafür nicht haten, wie er aussieht. Ich finde es nur krass, dass es so teuer war, ja, so auszusehen, weil es kostet dich ein Jahr Training. Ne, also Leute, Studienmitgliedschaft 20 Euro mal 12 und ihr habt's. Also gerade wie viel ihr investiert habt, um so auszusehen? Mein gesamtes Leben bis jetzt. Ja. Essen, Training. Aber gut, essen müssen wir alle. Subs, also alles. Mehr bestimmt. Nein. Kevin auf jeden Fall. Wenn ich so viel Geld verdient hätte, puh. Doch, über die ganzen 10 Jahre Bodybuilding. Na, du wahrscheinlich. Du siehst aber auch ein bisschen mehr. Stoff, Wachstumshormon, Essen. Also ist so, klar, über die Jahre summiert sich bestimmt was zusammen. Aber eine halbe Million? Ja,
Also getrennt von dem, was du normalerweise zwischen, essen musst. Irgendwas zwischen einer Viertel und einer halben Million habe ich bestimmt schon verballert dafür. Digga, das kann man doch ganz leicht ausrechnen, ey. Da labert der Volta, glaube ich, Mist. Da musst du einfach mal überlegen. Selbst wenn er im Monat 2 Mille ausgeben würde für Stoff, selbst wenn er im Monat 3 Mille ausgeben würde für Stoff und Essen, was schon echt viel ist, das muss ich mal kurz ausrechnen. So, 3000 mal 12 mal 10. Ah, okay. Dann wären es tatsächlich 360.000, aber der gibt nie im Leben 3000 Euro im Monat für Stoff und Essen aus. Also ich würde sagen, 2000 für Stoff und Essen ist schon realistischer. Und dann sind wir bei 240.000. Also das glaube ich. So 240, 250.000 hat er wohl bestimmt ausgegeben. Für Fressen und Stoff. We'll be right back.